Weil besser ist das, wa? Ja. Gut. Aber sag mal, was ist denn hier mit dem Nordpol-Einhorn los? Es macht ja gar keine Regungen. Ist es etwa schon tot? Hat Yagia es am Ende doch schon getötet? Ach nee. Na Gott sei Dank, was ist denn dann mit dem armen Wesen los? Erzähl. Es bewegt sich doch nicht. Ja, ist alles gut. Das Einhorn, das steht unter einem starken Schlafzauber. Aber wenn Yagia besiegt ist, dann wird auch der Zauber nachlassen und das Einhorn wird wieder aufwachen. Ach so, oh, da bin ich ja beruhigt. Ich habe schon gedacht, ich käme zu spät. Nee, 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 nee. Alles gut. Die Mauer steht auch noch. Obwohl, nee, tut sie eigentlich nicht. Also dafür ist es ja wirklich zu spät. Aber noch nicht fürs Einhorn. Ja, wenigstens das. Genau, das sag ich auch immer. Also gut, dann verstecke ich mich hier und du rufst Yagia und dann will ich sie auskitzeln. Ja, wenn das mal gut geht, du. Ja, die ist ja ein richtiger Parasit. Ja, man hat es nicht leicht mit ihr. Aber ich muss es versuchen. Es steht so viel auf dem Spiel. Ja, da hast du recht. Na gut, dann mal viel Glück. Und Entschuldigung, wenn ich das, was ich jetzt mache, machen muss. Yagia! Jemand will an dein Nordpol-Einhorn! Yagia! Moment! Wieso weiß ich davon nichts? Und wieso musste ich ausgerechnet jetzt geweckt werden, wo ich doch so schön geträumt habe? Aber hier ist doch nichts! Blicky, du nutzloses Vieh! Es ist doch alles in Ordnung! Das Nordpol-Einhorn schläft immer noch! Alles ist gut! Niemand will an mein Nordpol-Einhorn dran! Niemand will es stehlen! Na dann kann ich ja wieder zurückgehen. Nicht ganz. Erst musst du gegen mich kämpfen. Moment. Dich kenne ich doch. Du bist doch Fritz. Fritz vom Nordpol. Oberweihnachtself, Fritz. Was willst du denn hier? Sag bloß, du willst ans Nordpol-Einhorn. Das, was ich gestohlen habe. Oder zumindest, was ich habe stehlen lassen. Ja, genau. Ich kann zwar nicht von hier weg, aber ich habe genügend Zauberkraft und genügend Mittel, um das zu erreichen, was ich will. Da macht es mir nichts aus, dass ich durch die Verbannung am Südpol für immer hier bleiben muss. Außer wenn du gut wirst. Der Teufel bewahre mich davor. Ich werde nicht gut. Und wenn ich das Nordpol-Einhorn getötet habe, dann werde ich für immer böse sein. Ja, und das will ich vermeiden. Aha, du willst es vermeiden. Gerade mal, dass du vielleicht 1 Meter groß bist und dann willst du es vermeiden. Ja, genau. Hey! Hey, hey, was machst du da? Ich kitzel dir die Bosheit raus. Nein, lass das, lass das. Ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht zu Tode gekitzelt. Yagia? Hallo? Hallo? Yagia? Alles Roger in Kambodscha? Alles klar bei dir? Hallo, Fritz. Ja. Nanu, wo bin ich denn hier? Und was ist mit mir los? Ich fühle mich so komisch. Es hat geklappt. Ich habe dir die Bosheit aus dem Leib gekitzelt. Moment, was? Ich war böse?
Ja, stimmt, du hast recht. Ich habe ja damals den Weihnachtsmann hintergangen. Richtig. Aber anscheinend hast du aus deinen Fehlern gelernt. Und ich finde, jeder sollte eine zweite Chance bekommen. Findest du nicht auch? Ja. Das wäre schön. Ja, du, aber wir müssen dann noch hier das Nordpol-Einhorn befreien. Hast du den Schlüssel? Wie? Was? Befreien? Wieso? Ja, weil es eingesperrt ist. Was? Oh. So ein wunderschönes und seltenes Tier. Sag an, Fritz, wer war so böse und hat dieses schöne Tier eingesperrt? Nun, das warst du ja, Gia. Was? Ich? Ich war so böse? Ja. Oh Gott. Das werde ich mir nie verzeihen können. Und dann wollte ich es sicherlich auch töten, nicht wahr? Ja, das hattest du vor. Wie kann ich das bloß nur wieder gut machen? Indem du es bereust und dem Weihnachtsmann ab sofort wieder hilfst. Und Blacky muss von seinem Zauberbann erlöst werden. Kannst du das machen? Natürlich. Dann würde ich sagen, nimmst du erstmal den Bann von Blacky, ja? Das ist schon geschehen. In dem Moment, wo ich gut wurde, ist Blacky wieder befreit worden. Ah, das ist ja toll. Und wegen der Sache mit dem Nordpol-Einhorn, es ist ja nichts passiert. Und wenn du willst, dann werde ich auch ein gutes Wort für dich beim Weihnachtsmann einlegen. Was, das würdest du für mich tun? Ja, natürlich. Und ich bräuchte dann auch nicht mehr hier am Südpol bleiben, hier wo es so bitterkalt ist? Versprochen. Na dann, komm, lass uns Blacky rufen. In Ordnung. Blacky! Blacky, komm her! Blacky! Ja, da bin ich schon. Moment. Was ist denn jetzt mit meiner Stimme los? Ich spreche auf einmal so komisch. Ach, Herr Jemine. Mensch, jetzt wird mich ja gar keiner mehr verstehen können mit dieser komischen Stimme. Das ist ja richtiges Hochdeutsch. Oh, Jemine. Wie soll ich da bloß mit klarkommen? Naja, so eine Erlösung hat ja auch ihre Nachteile. Mann, 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 Mann. Weil ich traue mich jetzt gar nicht mehr, noch viel zu sprechen. Ich höre mich ja schrecklich an. Ach, Quatsch. Meint ihr nicht? Nein. Na dann. Und was machen wir jetzt? Jetzt zauber ich uns alle zurück zum Nordpol. Was haltet ihr davon? Eine gute Idee. Ja, nicht wahr? Aber zuerst sollten wir das Nordpol-Einhorn wecken. Ja, gut. Ah, schaut, da ist es auch schon wach. Noch ein bisschen unsicher auf den Beinen, aber es geht ihm gut. Na, dann wollen wir mal. Und so endet die Geschichte. Ja, aber was ist aus uns geworden? Nun, Bartholomäus konnte durch die Milch vom Nordpol-Einhorn endlich diese besonderen und richtig gut schmeckenden Plätzchen backen. Darüber hat der Weihnachtsmann sich riesig gefreut. Es war wirklich ein sehr, sehr besonderes Geschenk zu seinem 500. Jubiläum. Oberweihnachtself Fritz und ich wurden die besten Freunde. Und das Nordpol-Einhorn fühlte sich so sicher und wohl bei uns, dass es auch nach wie vor bei uns blieb. Und Rabe Blacky? Ja, was soll ich euch da erzählen? Er hatte sich an seine Stimme und an seinen neuen Dialekt gewöhnt und wurde somit zum allerersten Weihnachtsraben. So, das war die Geschichte. Also dann gute Nacht und fröhliche Weihnachten.